Was geht, Leute? Willkommen auf dem Kanal Stone Chat. Ich bin Kubera und das ist Raven the Creep. Howdy ho. Howdy ho, meine Creepy Fans. Ich bin's, euer Raven the Creep. Jetzt folgt ein kleines Abo-Special von mir zu meinen 375 Abonnenten. Eigentlich sollte es das 350 Abonnenten-Special werden. Jedoch hatte ich keine Zeit, das zu machen. Jetzt kommt eins. Und zwar mit einem Song und einer kleinen Demo eines Songs für eine Art Filmprojekt von mir. Und was ich als Geschenk für einen anderen YouTuber gemacht habe, eine Art Best-of von seinen Videos. Weil er seine ersten 100 Abonnenten erreicht hat. Viel Spaß bei diesem Video. Kennt man den Vogel mit 3 Upload-Tagen, der versucht euch irgendwas mit seinen Videos zu sagen. Fast 400 Abonnenten mit sämtlichen Formaten, die Zuschauer von ihm erwarten. Ein Kanal mit Anime, Karma, den Nerdless-Style, sowas findet ihr geil, so schaut mal rein. Fast 400 Abos, er hat einen guten Lauf. Wenn's euch gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen rauf. Ein Kanal mit Anime, Kram und dem Nerdless-Style, sowas findet ihr doch geil, sowas findet ihr doch geil. Ein Kanal mit Anime, Kram und dem Nerdless-Style, sowas findet ihr doch geil, sowas findet ihr doch geil. Schaut euch seinen Kanal mal an und abonnieren sollte jedermann. Checkt seine Videos mal aus, Creeper kommen noch auf und jetzt bist deine Haut raus. Schaut euch seinen Kanal mal an und abonnieren sollte jedermann. Checkt seine Videos mal aus, Creeper kommen noch auf und jetzt bist deine Haut raus. Bis deine und haut raus. Haut raus. So, das war jetzt der Song zu meinem Abo-Special. Hoffe, dass dieser Song euch gefallen hat. Jetzt kommt die Demo zu dem kleinen Filmprojekt, das jetzt am Wochenende beginnt. Worum es geht, erfahrt ihr nächste Woche. Und ja, ich sag dann mal, viel Spaß beim Zuhören. All I left in the world we know is just a lie, what's acting slow. I stand with a small light in darkness covering the sky. I searching for you all night long. My present for you, dear, is this song. I stand with a small light in darkness covering the sky. How long I walk through the dark, but can't find you. I think I've missed part. I'm just a it's a start. I missed an important part. Darkness around over my mind. I'm walking with a small light. I'm just stuck at the start. I missed an important part. I'm just a it's a start. I missed an important part. Darkness around over my mind. I'm walking with a small light. So, und zum Schluss kommt jetzt noch ein Best of Stone Chat. Viel Spaß. Was geht, Leute? Willkommen auf dem Kanal Stone Chat. Ich bin Kubera und das ist Raven the Creep. Howdy ho. Hast du Nacktbilder? Willst du meine Freundin sein? Warte, ich habe ein Dickpack für dich. Okay, ich melde mich ab. Wiedersehen. Ich geh mich erhängen. Ey, warte. Oh Mann, mir geht es so scheiße. Kein Job mehr. Keine Freunde wirklich. Es ist alles zum Heulen. Ich mach Züge. Ich bin verarschen. An manchen Tagen isst man besser keine Butter. Ich glaube, es ist nicht wieder. Ich will in einer Welt aufwachen, in der man weiter schlafen kann. Ach ja, stimmt ja, die Uhr läuft jetzt falsch. Was ne Kacke! Ich meine, was hat es denn für Effekte? Zähl mir mal durch! Zum einen ist dein gesamter Schlafrhythmus einfach mal gefickt, weil einfach komplett die zeitliche Verschiebung ist. Dass wenn du abends ins Bett gehst, dann kannst du nicht einschlafen und am nächsten Morgen wirst du nicht richtig wach. Ja gut, manche werden auch so nicht wach, aber du wirst doch viel weniger wach. Fuck! Ich weiß noch, in meiner Kindheit, jedes Mal, wenn ich morgens zum Bus wollte, kurz nach der Uhrumstellung, bin ich irgendwie 200 Millionen Mal zu spät gekommen und habe den Bus verpasst.
einfach, weil A Schlafwunden ist gefickt und B, ich steht dir die falsche Zeit auf der Uhr. Und dann stehst du da und beobachtest, wie dein Bus wegfährt. Und dann ist natürlich überall auf Facebook noch diese dämlichen Posts. Schaff die Uhrumstellung ab, weil mimi. Wollen wir uns passend zu den Horrorwochen heute einmal mit Horrormedien beschäftigen. Das bedeutet natürlich nicht so eine Hölle wie RTL, bei der man sich denkt, es ist doch Horror, dass sowas legal ausgestrahlt werden darf. Oh! Aber es gibt leider auch Trends, die sind einfach nur dämlich. Also absolut dämlich, meiner Meinung nach. Ich verstehe nicht, warum man Dips macht und gefühlt bin ich selbst zu dämlich dazu. Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt für mich spricht, wenn ich selbst zu dämlich dazu bin. Na, können wir anfangen zu drehen? Nee, lass mal was anderes machen. Nein, wir können nicht was anderes machen, wir müssen das Video drehen. Oh, guck mal, ich habe hier einen tollen Hentai gefunden. Hentais! Beziehungsweise etwas näher und wir beschäftigen uns heute mit Anime und Manga-Szene und warum ich diese so liebe. Stell dich vor, ein Jeff. Jeder, der versucht zu haten, wird getötet. Nicht wahr, Jeff? Ja. Darin sieht man, dass die Anime- und Manga-Szene ein sehr großes Problem mit Vorurteilen hat. Das ist einer der Nachteile, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, auch Vorurteile, das sollte einen eigentlich nicht interessieren, weil wenn es einem gefällt, dann beschäftigt man sich damit und Ende. Weitere Animes, die zum Beispiel eine ältere Altersgruppe bedienen, sind Animes wie zum Beispiel Elfenlied oder Tatsugaru Otome x Amnesia. Und ich weiß, dass der zweite Titel ein ziemlicher Zungenbrecher ist. Ja, da bricht sich so mancher die Zunge bei. Außerdem muss man sagen, dass es eine ganze Reihe an Künstlern gibt in dieser Szene, die allesamt wunderbare Werke vorschaffen können. Es gibt unglaublich viele verschiedene Zeichenstile, die alle auf verschiedene Art ziemlich schön sein können, ziemlich düster sein können oder einen auch zum Nachdenken anregen können. Aber nach all diesen Dingen, warum dann denn jetzt in die Szene einsteigen? Ich meine, ich kann doch einfach so Animes gucken, Mangas lesen oder mir halt so Bilder kaufen und das war's. Und deswegen möchte ich euch auch einmal zeigen, dass man auch hier viel sehen kann, viel erleben kann und viele Leute kennenlernen kann. Also meine Lieben, ich führe euch heute mal ein bisschen durch die Gegend. Wisst ihr, Raven ist nicht mehr in der Lage, seine eigenen Videos zu drehen. Hier sehen Sie einen professionellen Raven. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ich sehe den Fotografen für die Arbeit. Warum nicht? Weil das Asi ist, du Spaß. Oh. So, es ist Sonntag. Ich bin mit Konoyuki heute unterwegs. Tobias ist leider nicht da. Ich treffe mich gleich mit Marcel und das ist Luigi. Luigi, Mann, Maria. Ja, wir sind hier gerade im Bring 'em By. Mal sehen, was es hier so Schönes gibt. Und ja, ich sag dann, ich melde mich gleich nochmal wieder. Dann würde ich mal sagen, für dich eine, du würdest weiterempfehlen, richtig? Ich würde die Dokumi jedem weiterempfehlen, der gerne auf größeren Conventions ist, mit einem vielfältigen Angebot. Dann bedanke ich mich einmal. Ja, sehr gerne. Und dann ist die letzte Frage, können wir noch ein Foto zusammen machen? Selbstverständlich. Vielen Dank. So, meine Creepy-Fans, wenn euch
euch das Video gefallen hat, also mein 350 Abonnenten Special, gebt mir doch einen Creep-Like Daumen nach oben, abonniert meinen Channel, um nichts mehr zu verpassen, schaut auch unbedingt bei Stonechat mal vorbei. Und falls ihr Verbesserungen für den Demo-Track für mein Filmprojekt habt, dann schreibt es mir unter die Kommentare. Und hier oben kommt ihr zu meinen letzten beiden Videos, hier unten findet ihr den Kanal von Stonechat und hier verlinke ich nochmal meinen Kanal. Und bis dann, haut raus!